Nicht im Zickzack, du blödes. Ja, das ist so mies, ne? Das hasse ich an den Gegnern hier im Spiel. Ja, ich snipe einmal drauf und du haust mit der Schrote. Jetzt mach doch. Oh, jetzt muss ich nachladen, warte. Ja, ich lade. Warte, Moment. So. Hallo? Lass mich? Ja, schieß nochmal drauf, ist schon tot. Stirb. Bam, ach, das ist mein. Eieiei. Ja, hier ins Gag-Kotze muss man immer nachgucken, ob Munition drin ist. Hier hat's einen Schinken. TK, Schinken? Wo? Gestohlener Vorrat. Hier, sieht ziemlich unappetitlich aus. Mm. Nach allem, was es durchgemacht hat. Schinken. Oh, Homerblick. Gestohlener Vorrat. Schinken. Oh, Schrotmoney. Ins Gag kotze. Mm. Oh, lecker die. Kann ich gut brauchen. So, jetzt kommen die ersten schwierigeren Gegner quasi. Hä? Alpha? Nein. Ja, weil die jetzt schon Level 4 sind. Alphas kommen später erst, ne? Ja. Naja, die kommen erst später. Spoiler doch ist nicht. Ist ja billig. Ja, da stirbt nachher einer im Verlauf des Spiels. Pussy! Und den hat's zerfetzt. Ja, der Kopf ist gut. Ja, was macht er denn da? Der zuckt noch irgendwie, hallo? Ich muss nachladen. Schieß du mal. Ja, ich krieg den vielleicht, nicht. Meinst, weißt du, mit einer Shotgun oder so sollte man vielleicht ein bisschen näher dran gehen. Lass mich. Was? Nein, ich sniper die weg. Ich kann das. Kugeln fliegen weit genug. Ja. So, die Frage, ob sie dann treffen. Level up. Noch eine Kerbe in meiner Flinte, sagt er. Junge, lass mich. Lass mich. Ah. Aua, aua. Boah, voll die Fresse weggefetzt. Fresse weggefetzt. Ich da noch Schicken! Einer. Sniper-Uni. Ich könnte mal hier. Ich glaube, noch so oh, eine Medium-Pulle. Nein, jetzt habe ich beide genommen. Oder? Nein, ich habe nur eins genommen. Oh, du kannst nur eins auf einmal nehmen. Ja, ja, ich habe gerade nämlich irgendwie Doppelklick gemacht und dann. Ach, passt. Oh, nose. Ah, nose. Du bist trotzdem nicht ganz voll. Ja, ich hab ja auch nichts getrunken, ne? Dann haben wir Lamm from Medina. Ich dachte auch so, geiler Witz. Geht's noch billiger? Ah ja. Ja, wenn wir irgendwelche Insider-Witze reißen oder so, einfach mitlachen, ne? Egal, ob es versteht oder nicht. Zur Not guckt alle Videos nach und dann wisst ihr, wovon wir reden. Okay. / Werbung Ende. Wow, das klang verdammt gut. Zu Boden gehende Skags sind Musik für meine Ohren. Yo, bla bla bla. Hast du meinen Schinken dabei? Ey, sag mal, hast du meinen Schinken dabei? Hast du meinen Schinken? Danke. Achso, ja, jetzt macht der Waffenladen wieder auf. Jetzt können wir Granaten kaufen. Granaten? Ich habe beschlossen, meine Filiale in Firestone wieder aufzumachen. Ach. Komm und kauf dir neue Ausrüstung. Komm und kauf dir neue Ausrüstung. Der Typ ist übrigens der, der uns im Einzelspielermodus per Bus oder so. Ja, yeah, im Mehrspielermodus ja auch quasi. Ja, aber da sieht man es halt nicht, deswegen. Ja. Sagen das wir, Intro könnt ihr sicherlich auch auf YouTube irgendwo finden. Ansonsten schneide ich es nochmal mit rein. Ach, sehe ich nicht. Oh, ich. Schieß noch mal drauf. Na, das bei Fliff mit der Karte habe ich auch nicht vergessen, ja? Fliff! Fliff! Fliff? Fliff mit Ü, bitte. Fliff? Fliff? Also. Oh, voll französisch. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Je suis un baguette. So. Wow, coole Sniper mit zweifach Feuer bringt mir gar nichts. So, wir müssen eine Granate kaufen. Ja, ich schau gerade hier schon den Waffenladen durch. Aber ich glaube, ich kaufe mir erstmal Granaten, damit ich gleich noch Geld habe. So, was haben wir denn hier? Explosive Klebegranaten. Ich mag die Klebegranaten. Ah, die sind so teuer. Die würde ich mir jetzt noch nicht kaufen. Ja, aber die sind so teuer. Ich könnte sie ja kaufen. Ich auch. Ah, dann habe ich kein Geld mehr. Geld mehr? Gut. Hey, yo, ich kann jetzt meinen Repeater benutzen. Und dein Repeater? Repeater, jo. Ich lass mal die Sweater da drin. Sweater. Luftdruckpistole, yeah! Also hier rechts seht ihr immer Angebot des Tages. Wenn sich einer das kauft, dann ist halt weg, ne? Ja.
Den Rest aber auch, ne? Aber das Angebot des Tages ist halt immer 20 Minuten und danach ist es halt weg. Wenn es keiner gekauft hat, jo, Pech. Das ist eine tolle Sniper, aber ein bisschen teuer, ne? Ja, die kann ich eh nicht kaufen und außerdem ist die blöd. Gar nicht. Doch. Ich sehe es. Meine damit vergleiche und meine ist blöd. Okay, ich bin ruhig. Nein, aber die ist wirklich nicht so dolle. Ich nehme lieber einen Explosiv-Sniper. Das sprengt halt die Köpfe weg. Ja, ich bin eher so auf Feuer, ne? Und eher so auf BAM. Was, auf Feuer? Du bist auf Feuer? Wieso das? Letztes Mal? Also, wenn wir so zocken, dann bin ich hier mal so Feuer, ja, und so. Ja, also man muss dazu sagen, es gibt halt in dem Spiel hier bei den Waffen Elementareffekte. Die da wären Feuerschaden, Elementarschaden? Säureschaden, Schockschaden und Explosivschaden. Bei den Waffen ist es halt unterschiedliche Effekte quasi. Also zum Beispiel ein Revolver macht immer den Elementareffekt. Egal, ob du jetzt die Wand triffst oder ob du da drauf geskillt hast oder was, der macht jeden Schuss halt diesen Elementareffekt. Und bei anderen Waffen ist es halt anders. Feuer ist zum Beispiel sehr effektiv gegen Gegner ohne Schild, alles was irgendwie nackte Haut hat, also Banditen, Skeks und so weiter. Ja, die laufen so leicht bekleidet rum. Da brutzelt das halt richtig weg, ne? Und Säure ist halt gut gegen Gegner mit starker Panzerung, also später so Skeks zum Beispiel mit Panzerung. Ach. Oder so richtig fette Banditen. Mann. Rennst so du halt. Oder schießt du? Okay. Ich schieße. Ja, ich habe gerade Langeweile. Killer-Bandit. Ich ja eh gerade am Erklären war. Schock ist gut gegen Schilde, also man braucht echt dann nur zwei Schuss oder so, dann ist der gegnerische Schild weg. Und danach ist es nutzlos, also Schock ist scheiße. Und Explosivschaden sprengt halt die Gegner weg. Also, ja. Voll geil. Voll geil. Ja, sehen wir ja. Eine explosive Shotgun ist das Beste, was du haben kannst eigentlich. Also mit ordentlichem Schaden dann halt. Komm her, komm her. Bleib mal stehen. Alter. Was soll denn das? Komm, jetzt. In den Kopf. Nein. Mir reicht's. Ich treffe ihn nicht. Ich muss schon wieder nachladen, Edi. Komm her. Schneider. Du stehst direkt vor ihm, ist so gut. Treff ihn trotzdem nicht. Ich auch nicht. Oh. Ah, lass mich. Bleib halt stehen, Typ. Junge. So. Oh, Kopf weg. Spritzblätter. Splatter. Yeah. Spritzblätter, Splatter. Oh, ich bin fast tot, das ist schön. Was liegt denn da? Pistolen? Nee, was liegt da? Weiß nicht. Muni. SMG-Muni? Nee, Pistolen-Muni. Ich bin fast tot gewesen gerade. Ja, weil du ganz rangerannt bist. Weiß. Und ihr seht das wunderschöne, nächtliche Spektakel am Himmel. Ha, wo? Hä? Keine Ahnung, ich wollte eigentlich sagen, jetzt ist Nacht. Hättest auch nächtliches Ambiente sagen können. Genau. Italian Nights oder so. Hast du Granaten? Hast du ein oder zwei Granaten? Großartig, das wird uns sehr nützlich sein. Jetzt kannst du nach Skek Gully gehen und sie Ninetoes in den Hintern schieben. Und da ist ein Skek hinter uns. Ninetoes, leg ihn um. Ah, du olles Mistvieh, geh weg. Jetzt rennt er weg, was ist das denn für ein Skek? Bla, okay. Wenn du drin bist, suche das Grab meiner Frau. Einige rennen, okay. Was? Er hat eine ihrer Lieblingskanonen hinter dem Grabstein versteckt. Das ist schön. Ach so, das Danke. Ist das, ja. Einiges geht einfach nicht, wenn man nicht. Die ist aber nicht besonders toll. Mann, lass dich nicht von diesen ekligen Skelkviechern kriegen. Ich mag den Typen. Ja. Ja. Hast du ein Auge drauf, wie lange wir schon aufnehmen? Nein. Ich spätestens dann, wenn es aufhört aufzunehmen und meine Platte voll ist. Ja, du hast ein Auge drauf, wenn es aufnimmt und nicht, ne? Ja, ja. Okay, Huch. Also ich meine, du siehst die rote Zahl und so. Brauchst du mich oder was? Oh, ne, hallo. Au! Oh. Dreck. Blut. Drecksvieh. Bam. Ja, aber wer keinen Berserker dabei haben, der ja eindeutig die coolsten Sprüche im gesamten Spiel abgibt, muss ich das leider machen. Oh. Zu blöd aber auch. Jetzt bleib doch stehen. Bam. Oh, jetzt kommt die coolste Lache. Ich freu mich. Ich bin voll. Was? Du bist voll? Hast du nicht verkauft eben? Ja, Muni meine ich. Ja, ich drück mal hier den Knopf, ne? Und jetzt.
hat man ja bis hierher gehört. Zeit, dass 9000 auch so ein Ding abbekommt. Gibt dir seine Koordinaten auf dein Echo-System. Komm bei mir vorbei, wenn du ihn in seine Einzelteile zerlegen kannst. Er ist so cool. Okay, vor dem Ladebildschirm jetzt gleich mache ich mal kurz einen Cut und schaue mal, wie viel Platz ich noch habe. Tu das. Also sag Bescheid, wenn du Cut hast und so. Und der Ladebildschirm dauert eh jetzt Ewigkeiten. Nein. Bei mir schon. 10 Sekunden oder so. Also gut. Dann mache ich mal hier kurz einen Cut. Bis gleich. Tschüssen. So, Freunde, ich habe noch Platz auf der Platte und wir machen jetzt weiter. Welcome back. Wir sind jetzt im Skag-Gully, wie auch immer. Ja, Gully, Abflussgully. Wir haben hier einen kleinen Außenposten. Also haben wir... Den hat man am Anfang von jedem Gebiet. Also immer wenn man irgendwo reinkommt, hat man da mindestens diese beiden Shops. Also Munitionsshop und Schildshop. Beziehungsweise Medizin-Dingensen. Ja, ich muss hier mal kurz... Was? Ach, ich könnte auch mal was verkaufen, eigentlich. Ich kaufe mir gerade 2 Medikits. Und eine Ampulle ziehe ich mir gleich noch rein. Ich vergesse eh, das Ding auszurüsten. Ich könnte volle Energie brauchen, glaube ich. Ach, die 2 HP. Die 2 HP, ja. Genau. Sauve 9000. So, was haben wir hier? Ich schneide mal hier ein paar Skeckis weg, wa? Oh mein Gott, ich mache ihm ungefähr so ein Fünftel seiner HP weg mit einem Schuss. Gleich kommt die Killer-Kampfmusik wegen eins. Ja. Ja, bei mir ist sie schon dran. Ja, voll. Das ist die coole Musik. So Urwaldgedschungel. Urwaldgedschungel, Alter, was ich für Wörter bin. Urwaldgedschungel. Sorry. Wenn euch die Musik ein bisschen zu laut ist, dann sagt das bitte. Beziehungsweise schreibt das in die Kommentare. Weil ich hab's hier auf dem Kopf habe ich das gerade sehr laut. Wie sie wegfällt. In den Hintern so. In den Poppers. Oh, Schätzelein. So. Schnäckel. Sehr schön. Springt mich an. Ja, ist es. Ach, ich kann's benutzen. Da sind noch welche. Komm, spiel. Komm. Hihi. So, jetzt lass aber noch die da unten machen, das ist gut fürs Leveln, da weil die 2 Level über uns sind. Drüben ist noch einer. Wo? Da hinten in der Höhle, da steht noch einer. Ah, da kommt jetzt an. 2. Die stehen einfach nur blöd da in der Gegend rum. Ja, das ist besser, als wenn sie uns anfangen. Ein Spucker, ich mag die nicht, die sind voll bäh. Ja, die machen halt Fernkampfangriffe quasi und verschmutzen dann die Sicht kurz und sind besonders nahkampfanfällig. Ah, warte, der brüllt. Was geht denn ab? Wer springt hier erstmal hoch? Du stehst einfach da und schießt alle 5 Minuten mal. Ja. Wie das ausschaut. Voll stumpf und dann... Ja, drauf. Wie der in der Ecke hier. Oh, der Kotzer. In den Hintern, in den Hintern. Ja, stirb. Was denn jetzt? Jawohl. Nächstes Level. Was hat er denn für ein Mainz? Mond. Was hat er denn Mainz? Ach, da kommen noch 2 Hübschi. Hier, ich hab jetzt den ersten Zielpunkt. Machen wir mal, wenn wir zusammen aufgestiegen sind, oder? Ja. Wie viel brauchst du noch? Nicht mehr viel. Ich hab's fast. Mal kurz hier in der Kotze wühlen. Oh, lecker. Mm. Pistolenmunition. Ich hab direkt Hunger. Oh, lecker, lecker. Oh, jetzt ein Schinken. Schinken. Sie kommen angerannt und piu piu. Wow, Schinken halt weg. Boah, das war der Kopf. Er braucht ihn nicht mehr. Ja, ne? So. Jetzt hat hier Pistolenmunition und hier hat hinten so ein Mini-Tresor natürlich, ist klar. Eigentlich. Wer stellt den bitte dahin? Schieß ich ja mehr mit SMG, aber ich renn grad dauernd mit der Shotgun in der Gegend rum. Du musst nicht